Jawohl. Straight Wrestling. Ausgabe Nummer 348,5. Denn wir wollten noch mal reden. Es gibt noch ein Thema, was noch ruhig ansprechbar ist, was wir ruhig mal in den Vordergrund heben können. Und bevor wir da groß drauf eingehen, begrüße ich natürlich erstmal den Strigger. Hallöchen, schönen guten Abend. Ja, war nicht geplant, aber wir dachten uns, Nein. Wir machen es einfach trotzdem mal. Denn am vergangenen Wochenende, am 23. Januar, gab es die größte Game Changer Wrestling Show in der Geschichte der Promotion. Und da das mehr oder weniger eine der heißesten Independent Wrestling Promotions derzeit in Nordamerika ist, dachten wir uns, lasst uns doch mal einfach drüber sprechen. Strigger, wie bist du so in Game Changer Wrestling drin? Was sind so deine Berührungspunkte? Ich weiß, du hast eine sehr, sehr bunte Palette an Wrestling-Interessen natürlich. Aber ich kann sagen, es war zumindest die erste volle Show für mich von Game Changer Wrestling. Okay, verstehe. Also ja, erstmal bin ich auf die Idee gekommen, das zu machen, weil es ja einfach schon eine sehr große Show gewesen ist und eben die größte Independent Wrestling Show seit Ewigkeiten tatsächlich. Ne? Absolut. Gerade eben in diesen pandemischen Zeiten muss man ja da gucken, was man so alles liefern kann. Und Game Changer Wrestling hat da mit dem Hammerstein Ballroom wirklich dann eben eine Location geliefert, die auch, wie ich fand, optisch ziemlich gut aussah. War eben auch voll. Und komme mit Game Changer Wrestling vor allem in Berührung an den WrestleMania-Wochenenden natürlich, wenn da Joey Janela seine Sachen abzieht. Ich gucke hin und wieder dann auch mal an die ein oder andere Show und habe jetzt im Vorfeld zu dieser Veranstaltung auch einige Punkte, einige Shows aus den letzten Monaten geschaut, so beginnend mit September bis Dezember dann auch meistens dann tatsächlich so volle Shows. Und bin dementsprechend, was einige Charaktere und Stories angeht, dann schon ein bisschen drin. Ja, also, was man, glaube ich, so sagen kann, wenn man ein vernetzter Wrestling-Fan ist und in Social Media unterwegs ist, dann kriegt man zumindest so ein bisschen was immer peripher mit, einfach weil es zumindest die Promotion ist, die sicherlich im Independent-Bereich für am meisten Furore sorgt, was größere Angles angeht zum Beispiel oder so. Ne? Wir erinnern uns im letzten Jahr speziell an Nick Gage, an Matt Cardona und an John Moxley, die dort natürlich immer mal wieder auf sich aufmerksam gemacht haben. Man hat immer mal wieder GIFs gesehen und solche Dinge. Es ist eine Promotion, die ist sehr, sehr bunt. Ja, das kann man sagen. Ne, es gibt... Wie würdest du Game Changer Wrestling... Du kannst Game Changer Wrestling nicht in eine Schublade schieben. Es gibt Deathmatch Wrestling, es gibt Indie Wrestling, es gibt Garbage Wrestling, es gibt Overbooking, es gibt gar kein Booking. Es gibt von allem etwas. Manchmal gibt es Shows vor 20 Leuten in meinem Hinterhof und jetzt im Hammerstein Ballroom. Oder mit unsichtbaren. Ich würde also, es als Pro Wrestling auf ADHS bezeichnen. Das ist richtig. Also schnell, viel, manchmal oft sinnlos. Es gibt ja schon gewisse Dinge, die da eine Struktur tatsächlich haben. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, was ich zum Beispiel auch mit AEW vergleichen möchte, ist, dass zum Beispiel bei vielen Shows der Six-Way Scramble eine Rolle spielt, was ja eine zentrale Matchart ist, was auch, wie ich finde, GCW ganz gut widerspiegelt, weil es da eben total verrückt zur Sache geht. Und einige von den Shows, die sie in der letzten Zeit gemacht haben, die begannen eben mit dem Six-Way Scramble und denjenigen, die im Match beteiligt sind, direkt im Ring. Und sowas macht AEW auch mal gerne, dass die beiden Kontrahenten eines Titelmatches schon im Ring stehen und es dann direkt am Anfang der Show losgeht. Also das ist schon durchaus ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Ansonsten, haben wir eben die Deathmatch-Komponente, die ganz klar auch im Mittelpunkt der Promotion steht, wo ja eben in den letzten Jahren Nick Gage vor allem eine Rolle gespielt hat. Es spielt aber auch die Entwicklung von neuen Talenten und vor allem von hauseigenen Talenten immer wieder eine große Rolle bei GCW. Also das ist wirklich so, man hat da in den US-Indie-Markt wirklich mit voller Hand reingegriffen und alles rausgepickt, was man irgendwie so in seinen Produkt integriert haben möchte. Ja, und so landen wir nun bei GCW
The World und GCW 2022 im Hammerstein Ballroom vor etwas mehr als 2000 Leuten und haben eine volle Card. Wir haben ein volles Haus. Wir haben eine Kickoff-Show. Wir haben die Kickoff-Show gesponsert von Pabst Blue Ribbon. Ich glaube, das ist eine Biersorte, wenn ich das richtig? Ja, ist richtig, genau. Ist, ne? Ja, und da haben wir dann zum einen eine riesengroße Battle Royale, 20 Leute mit von Qualität gut gemischt, diplomatisch gesagt. Ja, ich habe das nicht gesehen, ich habe die Pre-Show nicht gesehen. Ja, gut, aber du hast in dieser Pre-Show wirklich sehr, sehr fragwürdige Charaktere. Und dann hast du Psycho Clown, du hast Thunder Rosa und du wunderst dich, hä? Okay, am Ende gewinnt dann Big Win, der Charles Mason eliminieren kann, der vorher noch Thunder Rosa und auch Lufisto eliminiert hat, die ja am Abend zuvor in die Independent Hall of Fame aufgenommen worden ist. Dazu sollten wir vielleicht erstmal was sagen zu dieser Veranstaltung. Ich hätte es jetzt im Anschluss gemacht, weil das vielleicht nicht genau GCW ist, aber okay, mach ruhig. Ja. Bitte. Ja, doch schon. Ne? Also ich denke, dass GCW da halt mache ich ja eine sehr große Rolle gespielt hat bei dem Zustandekommen dieser Hall of Fame. Das Video insgesamt geht so 2:20 ungefähr auf YouTube. Davon kann man auch einiges wegskippen natürlich. Und ich fand die ganze Aufmachung dieser Hall of Fame extrem gut gemacht. Ich fand es eine tolle Atmosphäre, ein super Anlass und auch eine tolle Moderation, wie ich fand. Und ich fand, dass GCW damit die Latte ziemlich hochgelegt hat, was vergleichbare Hall of Fames angeht, die in den nächsten Jahren folgen könnten. Wie ja zum Beispiel Ring of Honor, die eine Hall of Fame angekündigt haben. Aber auch, wenn ich überlege, dass AEW ja sicherlich auch mal irgendwann in die Richtung tendieren wird, eine eigene Hall of Fame zu kreieren. Klar. Da wird man sich dann erstmal daran messen lassen müssen, was für eine, ja, einfach auch niveauvolle Veranstaltung dieser Hall of Fame dieser Independent Hall of Fame gewesen ist. Mhm. Auch mit großen Namen, ne? Mit Chris Hero, mit CM Punk, mit Dave Prazak. Also da gab es eine ganze Menge Leute, die sicherlich die ein oder andere gute Geschichte dagelassen haben. Kann man sich alles angucken und, genau. Deswegen, wenn du dann hier so Leute wie Homicide ja bei der Hauptshow oder auch Lufisto eben hier zu sehen bekommst, dann ist das eben nochmal so ein Bonus-Pop quasi. Ja, aber die Battle Royale war kacke. Das ist eine Battle Royale. Was verlangst du? Battle Royals sind immer kacke. Ja, und man hat schon so einige Elemente hier gesehen, die sich so durch den Arm gezogen haben und die ich auch jetzt gerne schon erwähnen möchte. Namentlich zum einen Kevin Gill. Der Kommentator von GCW. Wow. Speziell an einem Abend, wo du Dave Prazak, Lenny Leonard und Ian Riccoboni am Kommentar hast. So ziemlich das beste Dreiergespann, was du haben kannst. Kevin Gill ist wirklich richtig mies. Das Allerschlimmste an Kevin Gill ist, dass er einfach nicht aufhört, seine Jokes zu bringen, die er gerne bringen möchte und das einfach eiskalt durchzieht. Und das war hier tatsächlich. Bei diesem Match von Matt Cardona war es noch erträglich. Bei dem Match, wo Matt Cardona den World Title gewonnen hat, hat er alle 3 Minuten was von Actionfiguren erzählt und es war einfach nicht mehr auszuhalten. Kennst du noch die Anekdote von den GCW-Shows in Japan? Hast du die mitbekommen? Ich weiß es jetzt bestimmt, aber ich weiß er es jetzt da, halt nicht. Er hat da seine Hausaufgaben gemacht und hat Toru Sugiura, der bei der Show aufgetreten ist, das war eben eine Cross-Promotion von GCW und Freedoms größtenteils. Ja. Und da hat er Toru Sugiura mit Takashi Sugiura verwechselt. Ich erinnere mich, ja. 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 Was ich noch erwähnen möchte, der Hammerstein Ballroom hat irgendwie eine Renovierung bekommen in den letzten Jahren. Seitdem, der ist jetzt insgesamt heller. Er sieht jetzt ein bisschen so aus wie die eine Ring of Honor Location, die auch quasi so trichterförmig ist. Ich weiß nicht, ob du genau weißt, welche ich meine, aber wo auch diese Ränge weiter oben sind, wo es dann diese Beschwerden gab, dass man oben in der zweiten Reihe nichts mehr sehen konnte. Also die sieht ein bisschen, ja.
Ne, und dann natürlich auch, man hat Reverse Angle gehabt zu dem, was man sonst von ECW kennt, zum Beispiel. Ich nenne jetzt ECW, richtig, weil genau. Das prominenteste Beispiel ist, wo man halt voll auf die Balkons raufgehalten hat, jetzt eben eher auf die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob das besser ist, ob das schlechter ist. Danke, Sven, Terminal 5, ganz genau. Genau. Es ist anders zumindest. Es sah trotzdem voll aus und das ist das Wichtige, glaube ich, an dieser Stelle. Genau. Ja, und dann noch, weil man es besonders hier bei dieser Battle Royale gemerkt hat, mit Entrances, die man angespielt hat und mit Musik runterdrehen und hochdrehen, produktionsmäßig war das halt eine Independent-Veranstaltung und zwar eine ganz krasse wieder. Das hatte man auch bei Terminus zwei Wochen vorher. Hochauflösend zurück ins Jahr 2011 habe ich bei mir notiert. Wobei, ich fand es schon ziemlich witzig. Hast du diesen Disclaimer dir angeguckt vor der Show? Du meinst diesen, immer diesen Disclaimer, dass man sich das nicht copyrighten, also dass das nicht, nicht copyrighten darf, sondern dass man das nicht vervielfältigen darf. Ja, dieser Fake-WWE-Ding, das war, was man davor auch immer knallt, ne? Sonst kommt das FBI und Ja, genau. Ja. und sie haben es halt von irgendeinem alten Tape einfach abfotografiert, sodass es halt so unglaublich unscharf war, wie halt dann irgendwie teilweise Videos auf Bilibili oder Yuko zu sehen sind. Ja. Ja, aber so, erstmal Eingangskommentar. Es gab dann eben noch den Six-Way Scramble in der Kickoff-Show mit Alex Zane, Dante Leon mit Grim Reefer. Yes. Jack Cartwheel, Ninja Mac und Shane Mercer. Und kannst du mir erklären, warum Shane Mercer nicht in größeren Promotions tatsächlich landen kann und das schon seit Jahren gefühlt? Oder will ich er nicht? Keine Ahnung. Kann ich nicht so wirklich erklären, das weiß ich nicht. Der ist in allen Belangen überqualifiziert. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde, dass das auch für Matthew Justice gilt. Ja. Aber irgendwie passiert das auch nicht. Aber du hast absolut recht. Ja, es ist, also wenn ich den sehe, denke ich mir so, holy shit. Krasses Aussehen, gutes Auftreten, krasse Moves für seine Körpergröße. Ja. Grim Reaver gewinnt das Ding dann. War okay. Ich habe mir auch vor einiger Zeit dann noch, nicht vor einiger Zeit, vorletzte Woche noch eben ein paar Matches angeguckt mit Alex Zane drin auch. Da war unter anderem eins gegen Blake Christian dabei. Und ich habe mich ganz ernsthaft gefragt, was die sich, also gerade eben diese beiden, Blake Christian und Alex Zane, sich davon versprochen haben, zur WWE zu gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die einfach überhaupt nicht, auch nicht mal unter dem alten NXT irgendwie in das Profil gepasst haben, was man da von jemandem erwartet hätte, der da bei WWE erfolgreich ist. Aber null. Gerade auch Alex Zane, der sich ja noch mal auch optisch gesehen irgendwie mit seinem, ich weiß nicht, seiner Federboa und Mantel und nochmal knallige Farbe und so. Die WWE wäre jetzt noch falscher als vorher für ihn. Blake Christian sieht ja zumindest so aus wie vorher, ne? Aber Alex Zane, okay. Ja, Six-Way Scramble, Clusterfuck. Es ging 8 Minuten. Grim Reaper gewinnt am Ende. Leute haben sich umgebracht. Das Übliche. Ninja Mac wird jetzt demnächst bei Pro Wrestling Noah auftreten. Da bin ich auch mal extrem gespannt, wie der da reinpassen soll. Weil er ja bei GCW halt für die verrückten Sachen zuständig ist. Aber das gibt's halt bei Noah nicht. Nee, der wäre mehr sowas für Dragon Gate oder DDT oder so, ne? Ja. Also, ne, aber mal schauen. Vielleicht kriegt er dadurch ja vielleicht eine Kante, die ihm jetzt noch fehlt oder eine gewisse Tiefe in einer seiner Wrestling-Fähigkeiten. Denn soweit ich das gehört habe aus allen möglichen Fankreisen und so, ist Ninja Mac jetzt nicht unbedingt die unkontroverseste Personalie, was Geschmack angeht. Einige mögen ihn echt und andere sagen, das ist der Inbegriff des neuen Flippy Dudes quasi. Ja, das sind ja immer solche Charaktere, also insgesamt ist ja sowieso GCW so eine Promotion, an der sich viele beißen und viele stoßen. Ne? Da werden wir bestimmt mal gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, weil es nämlich dann am Anschluss noch die Paul Heyman-eske Promo von Brad Lauderdale und auch von Chris Dickinson gab. So, stellt euch vor, Paul Heyman hält eine Promo gegen WWE und Brad Lauderdale hält eine Promo gegen das komplette Wrestling, das GCW
hier ist to stay, es gibt viele Copycat-Promotions, aber wir sind die eine und wir haben es allen bewiesen. Genau das, was man versucht eben auch irgendwo zu kopieren, nur halt nicht wirklich gut, weil Brad Lauderdale ist nicht Paul Heyman. Nee, das sollte er auch nicht tun. Er sollte das, wenn, dann sollte er das MLJ überlassen, weil der deutlich charismatischer ist als er selbst. Ich verstehe aber, warum Brad das machen wollte. Ne, einfach eben aus Gründen, weil er dahinter steht. Und sie haben ja eben auch diesen Clip gezeigt, nochmal auch bei dieser Show, als sie die Ankündigung gemacht haben, in den Hammerstein Ballroom zu gehen. Es ist ja etwas, ein Satz, der scheinbar auf DJ Hyde zurückfällt, der gesagt haben soll, I've seen many GCWs come and go. Ne? Und darauf berufen sie sich halt und darauf beruht im Grunde genommen der gesamte Mythos dieser Veranstaltung. Ja, und man möchte natürlich auch zumindest sich selbst in einem ECW-artigen Hype sehen. Nicht umsonst ist man im Hammerstein Ballroom mit einem Shirt auch, wo GC fucking W draufsteht, so wie es bei ECW war. Die Parallelen sind halt da, auch wenn ich die Qualität nicht so sehe, aber da kommen wir vielleicht später doch zu. Ja, also man muss das ganz klar mal sagen. Also sie wollen natürlich ganz klar diese Nische bedienen, die neue, nicht Alternative zu sein, mit Alternativen kommen viele um die Ecke, aber die neue Promotion zu sein für jemanden, der sich irgendwie nirgendwo zu Hause fühlt. Ne? Und da haben sie ja eben mit Nick Gage die Galionsfigur dieses Außenseitertums eigentlich gefunden. Und sie haben so ganz viele Leute, die eher in diese Außenseiter-Nische reinpassen, wie eben der von mir erwähnte Matthew Justice, Mance Warner oder auch Matt Tremont, den wir im Main Event gesehen haben. Aber auch viele andere, die eben diesen Scrambles in diesen Anführungsstrichen normalen Matches zu Hause sind. Atticus Koga zum Beispiel, der auch. Der fällt auch in diese Rolle dieses Außenseiters. Also das ist die Rolle, die sie sich selbst gegeben haben und mit der sie ja gerade im letzten Jahr unfassbar erfolgreich gewesen sind. Ist ja auch eine sehr romantische Eigenschaft, die man sich anreden möchte. Ich weiß dann nicht, ob eine Show, wo Matt Cardona und Jeff Jarrett und Ruby Soho und Homicide und John Mox die repräsentativ dafür sind, aber das kann ich, nicht, gut, also, das kann ich nicht beurteilen. John Moxley und Homicide natürlich schon. Ne, in ihrem Dasein alleine bei Moxley geht es ja einfach darum, der macht, was er möchte. True. Ne, und das ist ja im Prinzip auch das Mantra von GCW, dass sie einfach tun, was sie möchten, wonach ihnen ist. Ne, und das bei Homicide ist es eben, er ist die Indie-Legende, er stellt da diesen Spagat her von GCW zu dem Ursprungsprodukt. Die sind ja ursprünglich in Mitte der 2000er mal gestartet als Jersey Championship Wrestling und das gibt's ja auch wieder als so quasi Subbrand von GCW. Mhm. Und der ist halt die Legende dieser Region, aus der sie eigentlich kommen. Alles andere, da können wir gerne drüber sprechen gleich, ja. Grab the Brass Ring Ladder Match. Und da weiß man auch schon, wie es so von der Comedy auch in eine Fourth Wall Breaking Sache reingeht, denn ne, Grab the Brass Ring ist ja das typische, was dieser typische WWE-Speak, ne, der, wo man sagt, ja, sie müssen gut genug sein und sich selbst eben an diesem Ring festhalten oder hochziehen. Und so hat man eben hier ein Leather-Match gemacht, wo der Sieger eben einen Ring aus Kunststoff sich hat herunternehmen müssen. Und wir hatten hier Jordan Oliver, Jimmy Lloyd, Alex Colon, PCO, Tony Deppen, G-Raver. Und sollten eigentlich auch noch Leo Rush haben, der aus Gründen, die wir später noch sehen werden, nicht dabei sein konnte. Stattdessen ist noch AJ Gray dazu genommen worden und der hat das Match auch direkt gewonnen. Genau. AJ Gray sollte auch ein anderes Match haben, ne? Der sollte antreten, ich weiß gerade gar nicht gegen wen. Bin ich mir jetzt gerade unschlüssig, aber ja, AJ Gray hat dieses Match dann gewonnen. Er hatte auch einen der schlimmsten Spots, den ich in der letzten Zeit in einem Wrestling-Match gesehen habe, als er ja es versucht hat, vom Top Rope über eine Leiter in den Ring zu springen. Die Leiter stand so an das Top Rope gelehnt. Mhm. Und er ist dabei. Nee, von wo ist er denn gesprungen? Ist er noch von einer anderen Leiter gesprungen? Ich glaube ja, ne? Die Leiter stand, glaube ich, außerhalb des Rings und er ist dann versucht, übers Top Rope in den Ring zu springen und ist dann auf eine andere Leiter geklatscht, die da
so ja, quasi ja, angelehnt war. Crash and Burn, aber... Ja. Es gab da zahlreiche Crash-and-Burn-Momente, alleine auch aufgrund der Tatsache, dass einfach dieser Ring nicht in der Mitte über dem Ring hing. Ja. Der hing halt so im dritten Drittel darüber hing. Und das lädt natürlich auch dazu ein, dass manche Moves daneben gehen können. Ja, das hat dann gerade eben bei ihm und auch bei Alex Collin dazu geführt, dass es da immer wieder unschöne Momente gab. Was ich aber übrigens hier spannend fand an diesem Match ist, dass derjenige, der als letzter zum Ring gekommen ist von den ursprünglich Angekündigten, war G-Raver und nicht PCO. Also der hat kein Top-Billing bekommen, sondern eben derjenige, der auch für GCW steht. Also der ein Homeboy ist sozusagen. Ne? Das fand ich nochmal ganz spannend hier. Aber insgesamt gesehen war das halt echt wirklich unterste Schublade, was ein Ladder-Match betrifft, ne, von der Qualität her. Do the bumps, kill yourself. Ja. That's the match. Ich glaube auch die Abwesenheit eines Leo Rush hat noch ein bisschen dazu Übriges getan, weil der eben auch noch eine spezielle Komponente dazu bringt und wer weiß, wie dieses Match auch nochmal ein bisschen umgestaltet werden muss, eben aufgrund der verschiedenen Austausche hier. Ist aber auch die Frage, wie gut wäre es gewesen, wenn es optimal gelaufen wäre, weil es ist nun mal ein Clusterfuck, ne? Und man ist einen Schritt davon entfernt, es auch so zu nennen, wenn man nicht anderweitig noch eine Clusterfuck Battle Royale jedes Jahr hätte. Richtig. Es gab dann noch irgendwie einen brutalen Razor's Edge nach draußen gegen G-Raver von Alex Cologne. Das war auch nochmal ganz schön brutal. Und am Ende gewinnt dann eben AJ Gray. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ja, der ist gut, auf jeden Fall. Ne? Der hat auch ein relativ cooles Match gehabt mit Jonathan Gresham um den Ring of Honor World Title. Das war noch im Dezember. Das hat mir ganz gut gefallen, aber insgesamt ist AJ Gray auf jeden Fall einer derjenigen, der auch im Roster wrestlerisch immer wieder heraussticht. Und Alex Cologne gefällt mir auch noch ganz gut. Genau, ja, und er ist eben auch Teil dieser Second Gear Crew zusammen mit Mance Warner, Matthew Justice, One Called Man, das ist da teilweise eben auch noch mit von der Partie. Die stehen da eben so für die härtere Gangart, die nicht unbedingt Deathmatch Wrestling ist, aber eher so ein brachialer Stil ist, der auch mal durchaus mit Türen arbeitet. Dann hatten wir erstmal Lenny Leonard am Kommentar für das nächste Match. Gemeinsam mit Dave Prazak ist das ein wunderbares Kommentatoren-Duo, was ich auch jetzt öfter hören durfte in letzter Zeit. Denn es gab ein Six-Man-Lucha-Match. Es gab Team Bandido bestehend aus ASF, Laredo Kid und Bandido gegen Team Gringo bestehend aus Gringo Loco, Demonic Flamita und Ares. Ja, das war, glaube ich, einfach, das war einfach das beste Match der Show. Ne? Och, das war so ganz klar. Aber mit kurzem Abstand. Das ist das beste Match der Show. Und es hat einfach auch richtig Spaß gemacht. Ne? Und das ist das, was ich mir eigentlich am Anfang von AEW auch erhofft habe, dass sie so in diese Kerbe schlagen, solche schnellen Six-Man-Tag-Matches zu etablieren als ein Stil, um sich abzuheben auch von allem anderen. Sie sind jetzt in eine andere Richtung gegangen, was ihre Opener und so weiter und so fort angeht. Aber das ist wirklich dieses Lucha-Trios-Match. Das ist ja immer so eine Legende in den Vereinigten Staaten, weil es ja eben auch bei WCW schon so super funktioniert hat und immer wieder auch von anderen Promotions aufgegriffen worden ist. Und genau so wurde das eben auch hier gemacht. Ich fand die Zusammensetzung der Teams auch wirklich sehr, sehr spannend mit Ares, Flamita und Gringo Loco auf der einen Seite. Die haben, wie ich fand, das gut zusammen gemacht. Auf der anderen Seite sind Bandido und Laredo Kid eben auch zwei, die natürlich sehr gut miteinander harmonieren können. ASF dabei genommen, jemand, der öfters mal auch bei GCW auftritt und dann vor allem eben diesen Six-Way-Scrambles ist, hat hier nochmal eine ganz gute Position bekommen. Spot des Matches war natürlich dieser, wie würde man das bezeichnen, Flosch? Der Doppelriese. Doppel-Electric-Chair-Assisted Pool-Kampf Schulter auf Schulter auf Schulter quasi, den man, glaube ich, auch on Social Media überall gesehen hat. Also das richtig. War der Move, ja. Ja, dann macht man solche Sachen natürlich, um vor allem eben bei Social Media viral zu gehen und damit irgendwelche Snitch-Tagger Jim Cornette taggen können.
Und ja, das hat dann eben dazu beigetragen, dass dieses Match dann doch eine ganz eigene Note noch für sich bekommen hat. Und war cool. Ja, und das Finish war bloß abgefuckt, denn es sollte irgendwie einen Move zwischen ASF und Gringo Loco auf den Top Rope geben, wo nichts passiert ist und Gringo Loco dachte, ja, fuck that, Piledriver-Ende. Gut so, gut so, passiert, mein Gott. Selbst die Besten wie, selbst beim Royal Rumble passieren solche Dinge, wo ungeplant. Und dann darf das ja auch passieren, denn das war ja auch ein hitziges Match, 15 Minuten. War jetzt nicht unbedingt das Match. Doch, es war ein Match, was im Kopf bleibt. Was sage ich? Doch, es war ein sehr gutes Match bei dieser Show. Das Beste mit Abstand. Also das lebt auch davon, dass natürlich alles andere wrestlerisch gesehen nicht so gut war. Aber das war cool. Gringo Loco, den habe ich jetzt auch bei Deadlock Pro Wrestling gesehen. Den hatte ich nie so auf dem Schirm. Der ist ja auch schon ewig mit dabei. Ja. Cooler Mann. Auf jeden Fall, der ist vor allem eben in der Region Chicago zu Hause. Mhm. Der tritt meistens eben an für AEW da auch. Und ich muss gerade gucken, wie diese andere, es gibt diese Lucha Promotion in Chicago. Sie wird bestimmt Gaye oder so ausgesprochen. Ja, genau die. Ich glaube sogar, dass der da einer der Mitbesitzer ist. Gully Lucha. Oder, ja, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Genau. Eins von beiden, ja. Eins von beiden. Der ist auf jeden Fall so einer, so ein Journeyman, ne, der irgendwie überall zu Hause ist und nirgends gleichzeitig. Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Typ. Der irgendwie auch, der passt so perfekt zu GCW, weil der auch so nicht greifbar ist eigentlich. So, was soll der eigentlich sein? Was ist das für ein Typ? Ja, ja, er ist ein bisschen breiter. Er trägt einen Ganzkörperanzug, aber er zeigt halt ganz gutes Lucha Libre. Und, okay. Ja. Dann hatten wir ja Card Shuffling, denn Jonathan Gresham konnte nicht da sein. Und Blake Christian wollte trotzdem ein Match haben. Und ja, er fordert dann einen Mann heraus, den er gut kennt, der heute eigentlich sowieso ein Match haben sollte und offensichtlich auch deswegen aus einem anderen Match rausgenommen wird. Und das war natürlich Leo Rush. Wir hatten All Heart gegen Black Heart. War gut. Ich fand's okay, muss ich mal sagen. Ja, also vieles lebt auch davon, weil ab dem Pinfall geht's ein bisschen in eine andere Richtung, was die Show angeht. Aber das war so das typische überdurchschnittliche Independent-Match, würde ich sagen. So, ja, das kann man durchaus sagen. Ne, nicht hammergeil, aber ja, war gut. War gut. Nur irgendwie halt dieser aufpolierte Leo Rush passt einfach nicht so wirklich zu GCW, oder? Nope, nein, überhaupt nicht. Aber deswegen glaube ich auch überhaupt hier bei dieser Portion der Show, geschuldet natürlich der Tatsache, dass es vorher dieses krasse Lucha-Match gab, und auch so bei dem Match von Eddie Catch und bei dem Match von Effie, da fand ich die Crowd echt ziemlich lahm. Wenn ich das so vergleiche mit anderen GCW-Crowds, die ich gesehen habe, da war nicht wirklich viel Feuer hinter. Das ist richtig. Ne? Wenn man sich an einige Sachen erinnert in den letzten Jahren, dann war es die absolut bekloppte GCW-Crowd, die irgendwie Matt Cardona mit Pizzaschneidern beworfen hat. Ne? Dafür? Und dann im Hammerstein Ballroom, ne, ich weiß nicht. Aber Blake Christian gewinnt hier mit dem 450 Double Foot Stomp. Und, ist ein cooler Move. Insgesamt, aber ich will das hier nochmal für Blake Christian unterstreichen. Also, der hat noch einen langen Weg vor sich, ne? Dann hat man mit Leo Rush jemanden, der ja potenziell eigentlich viel erfahrener ist, aber es ist trotzdem nicht so, dass man jetzt hier davon sprechen kann, dass dieses Match irgendwie einen großartigen roten Faden gehabt hätte, sondern es war einfach, ja, wir machen halt Sachen. Ja, ein Independent-Match. Ja. Dann hatten wir natürlich das große Aufeinandertreffen. He's had her first. Matt Cardona gegen Joey Janela mit der Storyline, dass Matt Cardona jetzt mit Chelsea Green verheiratet ist, aber dann Bilder aufgetaucht sind, wie Joey Janela in einem Pool mit Chelsea Green ein wenig fremdgeflirtet hat quasi und hat dann eben diese Ric Flair Elizabeth Storyline quasi neumodern aufgesetzt.
Und ja, jetzt kam es hier zu diesem Aufeinandertreffen zwischen dem Inbegriff des Mainstream-Wrestlings Matt Cardona und natürlich einer von GCWs Galeonsfiguren mit Joey Janela. Ich möchte erstmal jegliche Hüte, die ich habe, vor Matt Cardona ziehen. Geiler Typ. Also, wie ist der zum zweiten Mal mittlerweile, ja, nachdem er es vor 10 Jahren ja schon gemacht hat, wieder schafft, der Meister aller Social Media und Mixed Media Geschichten zu sein. Losch, alleine die Tatsache, da war ja ein Banner am Balkon, wo drauf stand: If Cardona wins, we riot. Und dann hat er einfach schon ein Shirt dafür. Ja, natürlich. Natürlich. Dann kommt er auch noch natürlich im Hammerstein Ballroom. Ich dachte, er kommt erst nur mit Enter Sandman einfach raus. Natürlich, Hammerstein Ballroom, Sandman, bla bla bla. Aber das war ja auch noch ein Theme-Mix. Das war sein Theme im Enter Sandman-Style. Das heißt, da musstest du auch noch zusätzliche Arbeit reintun, ja? Ja, und ich, keine Ahnung, also Matt Cardona ist wirklich Weltklasse. Der hat sein, wie man seinen Wert noch weiter steigern kann im Vergleich zum letzten Jahr quasi und in einer Pandemie und independent-mäßig, wo ich mir sage, der gehört eigentlich in jede große Promotion der Welt, ist eigentlich phänomenal. Und ich will nochmal ganz kurz auch nochmal zurück zu diesem Deathmatch, was er hatte gegen Nick Gage. Tja. Da ging es ja darum, das hat er auch so unglaublich großartig gemacht, denn er nennt sich ja der Deathmatch King und wurde dann herausgefordert und hat dann einen Lighttubes Deathmatch gemacht. Und er ist in dieses Match gegangen, wie dieser typische WWE-Wrestler, wie du ihn dir vorstellst, der sich überhaupt keine Vorstellung davon macht, wie man überhaupt mit Lighttubes umgeht. Und genauso hat er die halt in die Hand genommen und hat die so völlig wie ein Vollidiot diese Lighttube festgehalten und versucht, die zu zerbrechen. Das war total genial gemacht von ihm. Fantastisch einfach. Und dann hat man dieses Match halt hier, das selbstverständlich vollkommen nach Schwachsinn war. Natürlich. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber darum geht's ja überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass dieser Matt Cardona quasi seine Welt mitbringt zu GCW. Und da eben alles passiert, was irgendwie in diese andere Welt eigentlich gehört. Ja, und da braucht man jetzt gar nicht drüber reden, dass das irgendwie eine großartige Matchqualität hat oder über irgendwelchen Sinn müssen wir uns auch nicht unterhalten. Das macht alles überhaupt, das ist Quatsch, sich darüber zu unterhalten. Ich fand einfach, dass das Ding von vorne bis hinten einfach eine geile Unterhaltung gewesen ist. Und das ist doch letztlich das Einzige, was zählt hier. Ja, zumal man es ja absehen konnte, ne, dass man, wenn man diese Hommage auch an Overbook des Mainstream-Wrestling und ja, vielleicht Vince Russo himself hat, ne? Und dann bringst du halt, glaube, 20 Millionen Leute, die da reinrennen. Richtig. Und das ist, was Sven auch im Chat sagt, passt wirklich eigentlich ziemlich gut dazu. Denn das sehe ich relativ ähnlich. Bis zur Hälfte fand ich es scheiße. Ab dem Overbooking fand ich es fast schon großartig. Das ist nämlich genau der Punkt. Irgendwann haben sie einfach diesen Punkt erwischt, wo du dir sagst, ach komm, es ist jetzt auch egal. Ja, du sitzt, ne, da und fängst so noch an. Hornswoggle, ach ja, komm. Egal. Ja, dann kommt am Ende noch Brian Myers. Ja, komm, klar, Marco Stunt, alles rein, was irgendwie noch Beine hat oder so, weiß ich ja, nicht. Oder auch nicht, weil dann noch Sabu kam. Oder auch nicht, genau. Also, ja. Dahingegen muss ich sagen, also Joey Janela war hier echt nicht gut, ne? Nee. Nee. Also, wenn man bedenkt, dass Joey Janela mittlerweile ja auch ein Wrestler ist, der eben im Mainstream angekommen ist. Jetzt nicht aufgrund, weil er sich da so angepasst hat, sondern einfach, weil er eben halt übernommen wurde. Er hat sich ja nicht groß verändert. Und eben quasi Matt Cardona, die andere Entwicklung gemacht hat, aus dem Mainstream eigentlich raus ins Independent Wrestling und sich nicht groß verändert hat. Dann siehst du, einer der beiden hat mehr drauf. Ja, das ist wohl ganz eindeutig. Ja. Und dann muss ich dann auch ehrlich sagen, ich bin eigentlich mit der Erwartung an dieses Match gegangen, dass Joey Janela das gewinnt. Natürlich. Ja, da sind dann natürlich auch alle mit dieser Erwartung daran gegangen. Ja. Aber insgesamt gesehen hat das
dann schon natürlich seinen Sinn erfüllt, dass Matt Cardona gewonnen hat, weil ja jetzt eben auch noch Brian Myers in diesem Kontext auftritt. Also es gibt jetzt zwei von diesen Eindringlingen, die niemand bei GCW haben möchte. Und andererseits ist es eben so, dass eigentlich dann auch in dem Match der Richtige gewonnen hat, weil er dem Match ganz klar seinen Stempel aufdrücken konnte und der andere eben nicht. Und auch dieses Finish halt nur geklappt hat mit Brian Myers, der eben One-Night-Stand 2006-mäßig wie Edge damals John Cena durch den Tisch gespiert hat, um AWD zum World-Title zu verhelfen und das dann ja. Den Motorradhelm abnimmt. Das klappt natürlich nur so. Trotzdem hat halt der Outsider gewonnen. Und dann natürlich am Ende von Sean Waltman auf die Fresse gekriegt. Der dann mit Run DMC DMX rauskam, ne? Und dann, ging's ja auch auf. Dann kam Atticus Koga raus und Stable über Stable, es wurde dunkel, die Trillerpfeife ertönt und Ben Alfonso und Sabu kommen noch. Und, oh, what? Hallo? Alles. Ja. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Warte mal, ich habe meinen Punkt gerade vergessen. Genau. Sean Waltman. Wie frech ist das eigentlich, dass er immer noch Spin-Kicks machen kann? Der ist auch frech agil immer noch, ne? Also, immer ja. Wenn ich irgendwie Sean Waltman bei einer Show sehe und ihn noch rumjumpen sehe, denke ich mir doch so, der kann doch bestimmt kämpfen. Hallo. Ja. Wessel, ja. Also, ja. Freut mich für ihn, weil sonst siehst du, weil zeitlich hast du halt Sabu gesehen, ne? Und eine Woche später hast du ein Bild vom 47 Jahre alten Necrobutcher gesehen, ja? Und du denkst dir so, oh, scheiße. Good for you, Sean Waltman. Kurzer Royal Rumble-Spoiler, wer da also jetzt nicht zuhören möchte, ne? Ich warte noch 3-4 Sekunden. Ivory ist 1961 geboren. Das ist krass, ne? Das ist völlig verrückt. Ivory, eines der Highlights. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen heute, dieser Fakt. Ivory, einfach eine der wenigen Highlights bei dieser 4-Stunden-Qual, ne? Dass sie einfach die ganze Zeit ihre Right to Censor-Gimmick hält und sie aus dem Ring geworfen wird und das Mikrofon immer noch in der Hand hat und noch rumflamet. Großartig. Das einzig Gute an diesem, oder einer der zwei einzig guten Dinge in diesem Match, ja. Ja, dann mein zweiter Gedanke, den ich jetzt hier hatte, weil du ihn gerade erwähnt hast. Ich fand es extrem schade, aber auch dann schon wieder symptomatisch irgendwie für diese Show, dass man auf hier keinen Platz gefunden hat für Atticus Koga, weil ich den wirklich gut finde. Ich mag die Art, wie er auftritt, weil er hat so ein gewisses Arschloch-Charisma, dass er einfach unglaublich gut rüberbringt. Das ist wirklich so einer, dem nimmst du ab, dass er das größte Arschloch aller Zeiten ist. Und er hatte eine Fehde mit Jordan Oliver, die im Dezember zu Ende gegangen ist, mit einem No Ropes Barbed Wire Match. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass sie das Ganze vielleicht wirklich noch ziehen und zur größten Veranstaltung des Jahres mitnehmen. Dann hätten sie natürlich kein No Ropes Barbed Wire Match machen können, sondern hätten was anderes machen müssen. Aber gerade die beiden standen in den letzten Monaten schon ziemlich im Fokus, was ihre Geschichte angeht. Und dass das dann so vorm Hammerstein zu Ende erzählt wurde, fand ich dann schade. Ich hoffe zumindest, dass der jetzt in der nächsten Zeit auch noch mal, also Atticus Koga jetzt speziell, in der Singles-Division noch mal für sich aufmerksam machen kann. Ja. Ja, insgesamt zu diesen zwei Segmenten, das waren ja zwei Segmente, das war ja Matt Cardona-Kram und dann war es ja dieses Mans Warner Atticus Koga-Ding. Es war vielleicht ein bisschen lang. Ja, natürlich. Also es gab halt diesen Spot halt, ne? Also, aber kein Match so richtig. Ja. Ja. Wenn es das Einzige gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden. Aber gehen wir gleich weiter. Denn jetzt gab es erstmal Ally Catch gegen Ruby Soho. Und Ally Catch hat dann nochmal ein Video bekommen in derselben Art und Weise, wie es Ruby Soho eben auch getan hat, als sie von der WWE weggegangen ist mit dem Runaway-Gimmick und dass Ally Catch sich jetzt, ne, dass sie Zeichen gefunden hat, inklusive eben einen Soho-Graffiti und Hammerstein Manhattan Center Zeichen eben quasi als große Women's Wrestling-Vertreterin hier quasi auch bei dieser Show gegen Ruby Soho von der AEW. Ja, sie hätten das mit dem Video besser gelassen, tatsächlich. Ja. Weil das Video war richtig gut gemacht.
Und das das spielt total gut in diese ganze Erzählung rein, wie Ellie Kat, wie sie ja früher noch hieß, ihren Platz bei GCW gefunden hat. Sie ist ja noch independent aufgetreten, eben als dieses Gimmick im Prinzip nur. Sie hat sich eben Schnurrbarthärchen gemalt, wie eine Katze eben, ne? Und sie ist jetzt eben nicht mehr diese Ellie Kat, die sie früher war, sondern sie ist durch GCW erwachsen geworden und ist eben kein Gimmick mehr, sondern sie ist ein Wrestler. Das ist halt ihr Ding, was sie gerade bei GCW durchzieht. Eben sie definiert sich eben auch dadurch, dass sie vorher nirgendwo reingepasst hat und eben durch dieses Außenseitertum. Ne? Das vereint natürlich sehr viele Charaktere in diesem Universum GCW. Ja, das GCW-Universe, wie Matt Cardona sagen würde. Und das Video dazu war sehr passend gemacht mit den Erzählungen, die sie dann auch eben da gesagt hat. Und das war sehr emotional. Mhm. Und das Match leider überhaupt nicht. Ja. Das war leider halt gar nicht. Das hat weder mich noch die Fans in der Halle irgendwie emotional berührt. Wir sehen es auch an den Ratings. Nicht nur Dave Meltzer hat es sehr schlecht bewertet, sondern wir haben es auf sogar noch besser als Dave Meltzer mit 5,39. Das ist sehr schade, dass das irgendwie so gar nichts geworden ist. Außerdem bin ich der Meinung, dass wenn man denn so ein tolles Video und eine Charakterentwicklung und so hat, dann sollte man auch als Wrestler gut sein. Und ich finde Ellie Kat mal richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob... Also, wow. Ich muss auch dazu sagen, Ruby Soho ist, ich möchte nicht sagen, überbewertet, aber die ist... Ich weiß, was du meinst. Sie wird zu diesem Independent Dream Match hochstilisiert. Ja, genau. Genau, genau. Was sie niemals gewesen ist, bevor sie zur WWE gegangen ist. Genau, genau. Sie ist natürlich dann eine Dame mit einer gewissen Erfahrung, wodurch eine gewisse Grunderwartungshaltung besteht, geht dann weg von der WWE zu AEW hin, wo sie auch natürlich einen großen Erfahrungsvorsprung hat und gut in diesen Stil reinpasst. Aber sie ist halt nun mal nicht Weltklasse oder ausgezeichnet. Sie ist halt eine richtig gute Wrestlerin. Ja. Und hat einen coolen Charakter und ist halt visuell auffällig. Und dann hast du mit Ellie Catch eben jemanden, die halt wirklich nicht gut ist. Und dann hast du halt dieses Match, was nicht gut ist. Und dann hast du halt den Fakt, dass einfach Ellie Catch auch verliert, was halt auch nicht gut ist. Nein! Und das ist echt eins der Riesenprobleme gewesen. Da kommen wir gleich im nächsten Match auch noch mal zu. Die diese Show hatte auf den quote-unquote Casual-Fan, den wir ja immer benennen. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Ja. Vielleicht eben, kann man vielleicht einfach jetzt nicht Casual-Fan sagen, sondern jemand, der vielleicht noch keine GCW-Show gesehen hat und mal reingucken wollte, weil es die größte Show war, bla bla bla. So wie du jetzt halt, der hat noch nie eine GCW-Show gesehen. Genau. Und dann verlieren halt alle GCW-Vertreter ihre Matches und du denkst dir halt, was soll das jetzt? Ja, Flosch, was soll das jetzt? Frage ich dich. Wenn ich die Antwort hätte, ne, dann würde ich wahrscheinlich Brad Lauderdale schicken, aber der hat ja anscheinend auch nicht die Antwort. Denn die Sache ist doch klar. Also, dass Ellie Catch kein Match gegen Ruby Soho gewinnt, ist doch klar. Dann bookt man nicht Ellie Catch gegen Ruby Soho. So. Und dass Effie auch nicht gegen Jeff Jarrett gewinnt, ist auch klar. Ist fucking Jeff Jarrett. Und dann bookst du halt auch nicht Effie gegen Jeff Jarrett. Dann machst du halt was anderes. Tut mir leid, aber also wir haben gerade gesagt, wir gehen jetzt da nicht in die tiefen Analyse rein, aber das ist doch keine tiefe Analyse, das ist doch ganz klar. Ja, also Matt Cardona, dass der gegen Joey Janela gewinnt, ist vollkommen okay. Das klammere ich aus. Das gehört dazu. Das, weil auch Matt, weil, Matt Cardona ist für mich mittlerweile auch wenn er eben als dieser Typ gilt, der nicht GCW ist, der ist natürlich eben ganz klar GCW, weil er der Antagonist ist. Ja, richtig, absolut. Absolut richtig. Aber diese ganzen anderen Matches, die haben ja, das sind ja so Showcase-Matches gewesen, die für diese Show eigentlich nur da waren.
Gut, Jeff Jarrett hatte noch ein paar andere Auftritte vorher, zwei, drei Sachen, die er vorher gemacht hat, eben Effie mit der Gitarre zu schlagen und Ellie Catch mit der Gitarre zu schlagen bei Shows vorher. Aber er ist ja eben auch jemand, der jetzt nicht dauerhaft da sein wird. Und dann ist halt die Sache, das sah einfach nicht gut aus für GCW, dass dann ihre Leute diese Matches verlieren. Und dann auch noch in schlechten Matches. Also, denn ja, wenn wir jetzt bei Ruby Soho gegen Ellie Catch abschließen, kam es danach eben zu Effie gegen Jeff Jarrett, der jetzt der Guitar-Taker ist. Johnny Cash, Jeffy Cash. Ich lobe Jeff Jarrett auf seine alten Tage nochmal, dass er sich nochmal ein bisschen was Neues holt, denn Gitarren rumschwingen, das hat er schon immer getan. Aber jetzt ist er halt der Lonesome Guitar-Player, der Leute einfach wegwemst und sein Theme ist jetzt spooky geremixed. Ich muss sagen, als jemand, der Jeff Jarrett in den ach so vielen WCW-Shows, die wir hier für Straight Wrestling schon reviewen mussten, immer als einen der wenigen Hoffnungsschimmer auf den Cards gesehen hat und nicht ihn in seine... Bitte? Ich möchte kurz einwenden, wie sehr ich Morbo hasse. Nächste Woche, Stringer. Nächste Woche. aber der, wo Jeff Jarrett immer so einer der Hoffnungsbalken quasi ist, an dem ich mich festhalten konnte. Und ich finde einfach diese Charakterentwicklung auf seine alten Tage und auch die Form, in der er ist, finde ich echt gut und möchte das auf jeden Fall. Möchte das positiv hervorheben. Dagegen Effie ist halt ein schwieriger Charakter, finde ich. Jetzt mal abgesehen davon, dass er sicherlich auch kontrovers ist und mit seinem Big Gag Brunch sicherlich auch eine der extravaganteren großen Shows hat oder so, die natürlich in eine bestimmte Kerbe reinschlagen, finde ich ihn einfach optisch gesehen und von seinem Skill her nicht so wirklich gut. Ich weiß es nicht, der gibt mir halt so gar nichts. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie emotional drin bin. Das ist, ne? Aber das muss ich eigentlich auch nicht, ne? Effie hat auf jeden Fall eine Nische für sich gefunden. Ohne Frage. Bei der ihr funktioniert. Und das ist auch zu erwähnen, wirklich das Ding, was GCW eben sehr gut macht, dass sie Leute finden, die für sich irgendwas gefunden haben, was für sie funktioniert. Ja. Ich kann mit dem Charakter auch nicht unglaublich viel anfangen. Finde ihn aber, also wenn ich vergleichen sollte, finde ich den Charakter Effie besser als den Charakter Ellie Catch, wenn wir jetzt die Matches vorher vergleichen. Ja. Und aber ganz klar hervorzuheben ist wirklich, dass Jeff Jarrett auch diesem Match seinen Stempel wirklich aufdrücken konnte und das Ganze auch wirklich gut durchgeführt hat. Ja, also das war eben eine allein gesehen eine ganz coole Sache, möchte ich schon sagen, auch dass Jeff Jarrett eben dann sein Gürtel genommen hat und damit Effie verdroschen hat, ne? Aber Effie wieder zurückgekommen ist, ne? Und er dann eben den Gürtel nehmen konnte und Low Blows und solche Geschichten. Also das war, auch dieses Match war eben ein anders overgebooktes Match, sage ich einfach mal so. Aber das ist halt jetzt auch schon das dritte Match, wo eben eine Message gesendet wird im Sinne von, ja, alle sind besser als unsere. Und dann das zweite Match, was halt so der von außen kommt rein und macht Leute kaputt, macht unsere Welt kaputt, nenne ich jetzt einfach mal so, mit Matt Cardona gegen Joey Janela. Und dann auch noch das Schlechtere von den beiden in meinen Augen, weil da finde ich die Matt Cardona-Storyline einfach ein bisschen größer und interessanter. Das hier wäre eben mehr so ein One-Off mit zwei Auftritten, wie du schon gesagt hast, von Jeff Jarrett, wo jeder natürlich Jeff Jarrett kennt, klar. Auch mal von der anderen Seite hier. Aber es ist halt die gleiche Kerbe, in die so reingeschlagen wird. Ne? Ein bisschen anders, ein bisschen von der anderen Seite, ein anderer Winkel, aber dieselbe Kerbe, die da reingeknallt wird. Und dann ist es halt auch Jeff Jarretts Match und nicht Effies Match. Es ist Jeff Jarrett Match, wo Jeff Jarrett ein bisschen was von Effies Shenanigans mitmacht. Und am Ende muss Effie einfach El Capon einstecken, den Stroke einstecken, ja, und er verliert Ende. Das war's. Und vor allem auch mit einem richtig flachen Finish, ne? Es ist vorbei. Ende. Ja. Keine Eingriffe, kein nix. Effie ist einfach schlechter als Jeff Jarrett. Genau. Cool. Ja, und jetzt? Nix. Die Frage ist beantwortet. Jeff Jarrett ist besser als Effie. Punkt. Ja. Punkt. Ende. Ja. Warum sollte es ein Rematch geben? Ne? Nee, das will ich damit auch nicht sagen, nur. Ja, aber
es ist einfach Ende. Das war's. Hm. Also, das Positive, was ich für mich nehmen kann, Jeff Jarrett ist auch auf so einem hohen Alter nochmal eine coole Sau. Und fertig. Das nehme ich aus diesem, aus diesen 20 Minuten mit. Ja. Nee, was Sebastian sagt, ist ja nochmal total richtig, ne, dass er eben die Galionsfigur der LGBTQ-Seite ist. Das ist auf jeden Fall richtig. Ne? Das, ja, das ist doch toll. Das freut mich, dass es ne, auch mit AC Mac so jemanden gibt. Und ja, genau. Dass das einfach zum einen normalisiert wird, weil es notwendig ist. Und zum anderen habe ich auch keine Probleme, dass das mit eingebaut wird ins Wrestling. Ist vollkommen okay. AC Mac macht das nicht. Er sagt halt, ich bin openly gay und das war's. Effie baut ja das mit so rein, ne? Dann Schokodino Light irgendwie sowas in diese Richtung. Ja, ne? ja. Ne? Kann man ist, vergleichen. Ist, ne? Also. Ist so, aber dahinter ist halt nicht viel in meinen Augen. Und außer halt Kreativität. Aber dann kommt halt mit Jeff Jarrett jemand, der halt eine gewisse andere Basis hat und dann gibt es halt ein Jeff Jarrett-Match. Und das sind halt so die Sachen, wo ich am Ende sage, GCW-Show ist das irgendwie komisch, so. Okay, Bob. Ne? Besonders wenn es dann halt, wie du schon sagtest, finish-mäßig einfach, da ist ja nichts mehr offen. Das ist ja einfach so. Verloren und gut. Ja. Genau. Ja, und jetzt begann die Zeit der Show, die Sanduhr begann zu laufen. Denn sie hatten sich ganz schön verkalkuliert, was das Pacing ihrer Show angeht, weil sie ja auch unbedingt auch Traditional Pay-Per-View machen mussten. Richtig. Und da gibt es ein hartes 3-Stunden-Limit. Ja, und dann haben wir die beiden letzten Matches. Einmal um den GCW World Title. Hier Independent Hall of Famer Homicide versucht, John Moxley seinen Titel abzunehmen. Moxley hatte den gewonnen im September diesen Jahres und dann auch nur einmal verteidigt gegen Nick Gage in dem großen Match bei eben, ja, GCW Fight Club. Das war dann eben auch eine ziemlich große Crowd. Und dann eben nicht mehr, weil er ja eben in der Entzugsklinik gewesen ist. Aber GCW hat gesagt, wir erkennen ihm den Titel nicht ab. Er ist weiterhin unser Champion. Und er verteidigt ihn dann, wenn er wieder da ist. Und das Match hat sozusagen auch seine Rückkehr zu AEW gespoilert, hier dieses Match. Mhm. Ja, und dann hatten wir halt hier John Moxley gegen Homicide in einem ziemlich uninspirierten Match. Mhm. Mit halt den üblichen Trademarks, die beiden machen. Aber du kannst nicht mehr da rausholen, Stringer. Es ehrt dich sehr. Aber John Mox und Homicide hatten ein Match, wo sie ihre Signature-Moves gezeigt haben. Und am Ende gewann Homicide. Also, es war wirklich nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob das mehr hätte sein können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Nee, weil auch Homicide halt so langsam halt in die Jahre gekommen ist mit seinen 44, ne? Und erinnerst du dich dran, wie er random bei dieser AEW-Show in New York aufgetreten ist, Eddie Kingston gerettet hat und dann nie wieder erwähnt worden ist? Das war, ich meine, ist okay. Ist okay, aber ja. Ich erinnere mich, durchaus. Es gibt hier wirklich nicht mehr zu sagen. John Moxley kommt, John Moxley gewinnt und John Moxley geht. Und das war's. Okay. Genau. Und natürlich hat dann auch die Positionierung dieses Matches ein bisschen im Main Event gespoilert. Ja, richtig. Ne? Hast du eine Idee? Wer könnte denn Moxley besiegen um den Titel? Wir wissen ja, dass er schon so Schwierigkeiten hatte, den IWGP US-Title abzugeben, ne? Ich habe keine Ahnung, aber auch weil GCW wenig bis keinen Bass außerhalb von John Moxley, Nick Gage und Matt Cardona hat. Richtig. Und da wäre ich am Ende noch drauf zugekommen, aber es natürlich kann es jemand, also es müsste eigentlich irgendjemand werden, der daraus hervorsticht und dann wächst, ne? Vielleicht ist es ein Mance Warner oder so, ich weiß es nicht, könnte ja sein. Aber ja. Es könnte halt, aber es gibt halt eine ganz klare Dreierspitze, wovon einer nicht mehr richtig laufen kann. Um mal dann langsam zum Main Event zu kommen, denn die amtierenden GCW Tag Team Champions sind die Briscoes. Auch wieder ein Outsider-Tag Team.
Und die haben eine Open Challenge gestellt. Und natürlich gingen die Gerüchte groß herum, wer könnte es sein? Und ja, zwischen von FTA über verschiedene andere Independent-Namen wurden wirklich einige genannt. FTA war so der Frontrunner, weil natürlich die auch eine gewisse Social-Media-Fehde schon miteinander hatten. Gleichzeitig hätte das aber auch ausgesagt, weil du hast immer noch dieses Damoklesschwert AEW im Hintergrund. Ob nicht, weil FTA sind AEW-bound, ob nicht der gute Tony Khan dieses Match lieber für sich gehabt haben wollte und die Briscoes irgendwann mal in sein Roster kriegt. Gleichzeitig hat man natürlich auch noch eine andere Unbekannte, nämlich, warum ist Nick Gage nicht auf der Card? Nick Gage ist einer der wenigen Gründe, warum diese Show überhaupt so ausverkauft im Hammerstein Ballroom ist. Nick Gage ist, ist einer dieser Gründe. Und der hat natürlich auch, der ward einfach nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit seinem Deathmatch mit John Moxley. Bin mir nicht genau sicher. Seit dem Titelmatch. Ne? Genau. War er weg. Und dann hat man halt so ein bisschen gehört, ja, hat sich zurückgezogen, Verletzungen heilen, hat versucht sich zu finden, was auch immer, was ein oder im Knast, wer weiß das schon bei Nick Gage ganz genau. Okay. Hat dann auch noch am Tag der Show halt ein bisschen versucht, die Crowd zu worken und gesagt, fuck the Management und so. Was ist richtig, für mich? Das war ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Was ist für mich spoilert, ist, am Anfang dieser Show gab es ein Video, wo alle so gesagt haben, wir sind hier angekommen, niemand wollte uns. Und da war auch Nick Gage zu sehen. Also war von Anfang an klar, dass er da ist. Und dass dann dieses Match eben im Main Event ist, sagt dann auch noch die Hälfte aus. Und als dann Matt Shimon rausgekommen ist, wusstest du auch, wer der Nächste ist, der rauskommt. Genau. Und das war nämlich dann. Aber ich denke ja nicht mal, also. Da muss doch jeder mit gerechnet haben, oder nicht? Ja, hoffentlich. Also. Ja, also. Ne? Du kannst Nick Gage nicht rauslassen von dieser Show. Das geht einfach nicht. Und und dann passt das natürlich. Der Hate Club, Matt Tremont und Nick Gage dann zusammen eben hier im Main Event. Man hatte leider nur noch 10 Minuten. Ja, deswegen musste auch MLJ seine übliche Ankündigung und Ansage für Nick Gage auf das geringfügigste begrenzen tatsächlich. Ja, und dann gibt's halt noch einen kurzen wilden Brawl, der dann eben mit dem ist auch völlig egal. Ja, schnell, ne? Bisschen was kaputt machen, bisschen hier, da, alles klar, auf geht's, Nick Gage gewinnt. Ja, genau, ein paar Türen nochmal rausholen und dann war's das. Nee, war völlig Latte. Es ging nämlich hier nicht um das Match selber, sondern es ging um das Erlebnis Nick Gage, Pay-Per-View, Hammerstein Ballroom, GCW, wir feiern uns einfach hier ab. Das war das Wichtige, das war das Essentielle. Diese Botschaft musste rübergebracht werden und diese Botschaft wurde rübergebracht. Ich fand's so und nicht anders. Ich habe mir erwartet, dass er eigentlich durch die Crowd kommt, ne? Aber gut. Hat er doch gemacht. Nee, ich meine von oben, so, ja. Sandman-Style von oben runter, meinst du? Ach so, das meinst du. Ja. Ja gut, dass sie es nicht gemacht haben, da hatten sie ja nicht keine Zeit mehr für. Ja gut, klar. Nick Gage und Matt Shimon gewinnen, sind damit neue GCW Tag Team Champions und natürlich hat Nick Gage dann noch seine typische Feel-Good-Promo gehalten, wie er es nur ein Nick Gage tun kann. I fucking love you guys und so weiter. Wir kennen es. Der Motivations-Nick Gage quasi. Der Wholesome Nick Gage ist immer noch das Weirdeste überhaupt. Aber hey, auf jeden Fall. Das ist echt super. Und dann eben nämlich MDK All Fucking Day Ended. Game Changer Wrestlings größte Show ever. Die, wie ich glaube, weiß nicht, ob ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, aber insgesamt glaube ich, mehr Schaden angerichtet hat als Positives. Bin ich ja mal gespannt, du. Erzähl mal. Wenn du ein GCW-Fan bist, ja, findest du die Show bestimmt cool. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke es mir. Das ist halt die Frage. Ne? Ich führe es mal aus. Ich weiß nicht so ganz, für wen diese Show ist. Denn für GCW-Fans, GCW hat aufs Maul bekommen, ja, bei jedem Match außer Main Event, wo Nick Gage eben quasi dann zum Schluss die Titel zurückholen konnte. Ist okay, ist dann schön eben, dass es zumindest einen Feel-Good-Moment gab. Gleichzeitig ist es aber auch die Krönung von dem, was GCW in den letzten 2 Jahren geschafft hat. Das muss man festhalten, ne? Mhm. Aber es ist halt auch, ne,
26 Leute in der Pre-Show, wo viele vielleicht es auch verdient hätten, in der Main-Show zu sein, innerhalb dieses GCW-Kosmoses. Deswegen weiß ich nicht, ob nicht dann ein GCW sagt, irgendwie ist das doch ein Sellout quasi. Und man versucht einfach nur, die unsere Stars gegen andere zu positionieren und das Maximale rauszuholen. Es fühlt sich nicht wirklich echt an, nicht wirklich GCW an. Ja, das ist der Punkt, den ich da auch eben sehe. Weswegen ich mich frage, also es gibt Leute halt, die bewerten diese Show hoch. Es gibt kein 10er-Rating, aber es gibt ein 9er, ein 8er, diverse 7er-Ratings. Es gibt aber auch Leute, die bewerten diese Show ziemlich mies. Und da gibt es natürlich wie immer viel dazwischen, sodass wir am Ende auf 5,17 kommen. Und ich persönlich, der ja ohne jegliche Erwartung immer an eine GCW-Show rangeht, fand die Show unterhaltsam zumindest. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Das ist richtig. Ich fand's nicht, genau, das war halt ein Punkt. Also die Show war nicht langweilig. Das ist schon mal ein Plus auf jeden Fall. Aber die Show hat auch nicht, die Show wird auf gar keinen Fall irgendwie in die Annalen eingehen. Mhm. Die Show hat keinen bleibenden Stempel hinterlassen in der Independence-Szene. Sie war halt da. Und das lag eben auch daran, wie sie aufgebaut wurde, wie die Matches gewesen sind, die es gab. Es gab eben einige Sachen, die halt nicht funktioniert haben. Und es gab einige Sachen, die nicht gut zusammengestellt waren. Und da haben die Fans nicht gut drauf reagiert. Und da ist dann die Frage, wie der Hardcore-GCW-Fan das bewerten will. Ob er das einfach so mitnimmt, ich feiere meine Promotion jetzt ab, weil die da so weit gekommen ist, ohne die Show wirklich noch mal in den Kontext zu rufen, ist die Frage. Aber wie siehst du das, Flosch, dann für diejenigen, die jetzt nicht die Hardcore-GCW-Fans sind? Die sehen dieses Produkt vielleicht auf Fight TV zufällig oder weil sie davon nur entfernt gehört haben, also nicht organisch in dieses GCW-Ding reingewachsen sind und sagen, alles klar, das ist die Show, wo ich das erste Mal Geld für ausgebe. Nicht wirklich viel Geld, $10 oder $10 oder $15 ist ein humaner Preis gewesen. Aber dann bekommst du halt ein Produkt, was echt nicht gut produziert ist, auf die Ohren mit Kommentatoren, wo die Hälfte immer sehr, sehr fraglich ist, mit Angles und Overbooking und keinen guten Matches und Leuten, die nicht oft bei GCW sind. Und die meisten dieser Leute, die oft bei GCW sind, sind in der Pre-Show nun mal. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man es geschafft hat. Und jetzt denken wir mal quasi in größeren Größen, weil GCW hat sich auf das Spielfeld des Pay-Per-Views gewagt. Das heißt, jetzt kriegst du auch große Kritik. Und dann denke ich mir halt, kannst du den Gelegenheitszuschauer in einen bleibenden GCW-Fan konvertieren? Und das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen eben meine vielleicht gewagte These, ich weiß es nicht, dass diese Show insgesamt mehr Schaden angerichtet hat, weil dann die Leute, die eventuell zukünftig anders an das Produkt rangekommen wären, immer im Kopf behalten, das ist GCW, nämlich diese Show. Und das stimmt vielleicht gar nicht. Und das ist, glaube ich, vielleicht was, das im Großen und Ganzen negativer sein könnte, als man es sich vielleicht erhofft hat. Also du meinst quasi, wenn ich jetzt nur umformuliere, dass diese Show das Wachstum begrenzt. Richtig, genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich wüsste auch nicht, wohin GCW jetzt noch größer wachsen sollte. Ja, alles andere wären ja dann schon wieder größere Arenen mit, weiß ich nicht, 5000 Zuschauern oder so. Richtig. Und dann kannst du diese Erzählung von der Außenseiter-Promotion ja auch irgendwann nicht mehr aufrechterhalten, wenn du solche Hallen bespielst. Ja. Es ist GCW muss ja zwangsläufig in solchen schäbigen Hallen stattfinden oder eben auch diese Show, die sie in dieser Scheune gemacht haben, machen, um GCW zu sein. Ja, also ich weiß es nicht. Ich meine, du hast ja auch das Social Media Echo danach gehört, du hast Brad Lauderdale gehört, der gesagt hat, ich bin nicht so ganz zufrieden mit der ganzen Sache, sicherlich erfolgreich, aber das, glaube ich, eher darauf zurückzuführen ist, was Backstage teilweise gemacht hat. Ja, ich tippe mal, es dreht sich um Jeff Jarrett, weil immer dreht sich irgendwas um Jeff Jarrett. Ja, wirklich. aber
du siehst ja die Reaktion, ne, wenn deine größte Show ever eine Durchschnittswertung von 5,17 hat, dann ist das halt so ähnlich, wie es Mohammed auch sagt, ne, MSG, Ring of Honor, New Japan, wo man immer im Kopf haben wird, this is Ring of Honor, this is New Japan. Und ich weiß nicht, ob das Ring of Honor langfristig geholfen hat, obwohl es die größte Show ever war oder eine der größten Shows ever war. Und hier ist es halt nur GCW. Und ich weiß es nicht. Ich kann für mich nur sagen, ich war vorher kein GCW-Fan und habe mir natürlich einzelne Matches angeguckt und ich hab meine Meinung zu diesem Produkt. Und diese Meinung wurde durch diesen Pay-Per-View bestärkt, nämlich, dass es nichts für mich ist. Und ich aber das ist ja, Flosch, wiederum, was da muss ich ja gerade mal reingrätschen, was du eben gesagt hast. Das ist ja nicht GCW, was hier dann gelaufen ist letztlich, sondern es waren ja viele Matches mit Outsidern dabei, ne? Richtig, aber ich bin jetzt jemand, der so jemanden wie du im Ohr hat, der mich davor abhält, vielleicht eine finale Meinung zu treffen. Oder ich kann von mir behaupten zu sagen, ich weiß das. Ja. Aber ich bin dann auch in einer Sonderposition, weil ich Wrestling-Podcasts mache quasi und viel auf dem Schirm habe. Aber der geneigte Wrestling-Fan eben nicht, ne? Also, stimmt. Ja, insgesamt würde ich sagen, natürlich, es war keine Verschwendung von den 4 Stunden oder 3,5 Stunden, was auch immer, die ich gesehen habe. Das auf keinen Fall. Ist es ein Desaster gewesen? Würde ich nicht sagen. Ist es ein Fehlschlag gewesen? Ich wäre im Großen und Ganzen, könnte ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, wahrscheinlich, aber das Ding war voll. Vielleicht ist es, ich meine, es wurde bereits gesagt von Fight TV, dass es die bisher am besten gekaufte GCW-Show ist. Es wäre traurig, wenn es nicht gewesen wäre, aber immerhin war das der Fall. Und man hat es geschafft, in den Hammerstein Ballroom zu kommen und dann einen Verkaufsrekord aufzustellen. Also kannst du als Positives alles werten. Ja. Ich glaube, dass es jetzt so im direkten Nachgang der Show einfach nicht zu bewerten, welchen Einfluss das nehmen wird auf das Produkt. Ich will nochmal kurz auf Sebastians Frage eingehen. Backstage gelaufen, das beziehen wir auf den Tweet von Brad Lauderdale, der eben gesagt hat, was hat er geschrieben? I was played oder sowas hat er richtig geschrieben. Richtig, genau. Ne? Also dass er geworkt worden sei, Backstage offensichtlich von jemandem. Und es gab ja auch noch die Geschichte, dass jemand bei der New York State Athletic Commission angerufen hat, wegen Nick Wayne, weil man unter alten New York Wrestling-Lizenzen nicht unter 18 im Ring stehen durfte. Aber es gibt diese Lizenzen irgendwie gar nicht mehr. Und so ganz, ganz merkwürdige Sachen sind da gelaufen. Genau. Also, sie haben offensichtlich, ja, sie haben halt diesen Schritt gewagt, reinzugehen in das, in Anführungsstrichen, normale Wrestling aus ihrer GCW-Bubble herauszukommen und haben offensichtlich da einige Sachen gelernt, die man im Wrestling auf die harte Tour lernt, offensichtlich. So deute ich das. Ja, was auch immer das genau bedeutet. Wir werden nie wissen, was es genau bedeutet, wahrscheinlich, außer es gibt irgendwann mal ein Shoot-Interview, wo die Hälfte sicherlich auch dazu gedichtet wurde, aber ja, aber das war GCW. Dark Side of the Ring, GCW. Ja, hoffen wir nicht, hoffen wir, dass GCW noch ein bisschen überleben wird, weil es ist einfach trotzdem schön, eine Independent Promotion mit großer Reichweite zu haben. Und und ich hoffe, dass es eben sowas, so eine große Show wie die jetzt auch regelmäßiger stattfinden kann. Dass das jetzt keine, ich hoffe, dass es nicht das Highlight war und jetzt GCW langsam totsterben wird. Sondern ich hoffe einfach, dass das jetzt ein Kapitel war, was man jetzt beenden konnte und auf geht's zum nächsten, was dann ähnlich groß enden wird. Weil dann haben wir zumindest immer wieder noch eine größere Alternative, wo auch viele andere Leute sich kreativ austoben können. Und das wäre eben was Schönes. Wir brauchen Plattformen, ne? Es gibt immer weniger Promotions dazu. Also der Markt ist groß und die Flächen, wo man auftreten kann, werden immer geringer. Das ist halt problematisch. Und wenn GCW weiter wächst, wäre es eben schön. Wo bloß bei GCW weiß man halt nicht, was sind Ziele? TV? Ein wöchentliches Programm? Pay-Per-View immer wieder? Ich weiß es nicht so genau. Ja, ich finde dieses Pay-Per-View-Modell relativ schwierig. Ich glaube, dadurch das ist ja das, worüber wir bei WXW auch mal wieder sprechen, dass sie eben hinter dieser Bezahlschranke nur funktionieren, ist, glaube ich, ein Hindernis für sie, um weiter zu wachsen. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein Modell,
was die Hardcore-Fans an sie bindet eben. Ne? Die Hardcore-Fans kaufen ihre Sachen und die sind dabei. Ja. Tja, das war bei GCW. Ich hatte zumindest, ich wurde gut unterhalten. Ich habe eine Menge crazy Trash bekommen und sicherlich einige Dinge und Impressionen, die ich so schnell nicht vergessen werde. Und wenn es nur das positive Matt Cardona und Jeff Jarrett sind, weil das sind für mich so ein bisschen so die MVPs. Tatsächlich. Ja, so viel zum GCW-Teil, wenn du nichts mehr da hinzuzufügen hast, Strigger. Nee, habe ich nicht. Ich möchte was Kleines kurz anmerken. Und zwar, ich habe mal Independent Wrestling geguckt und war auch nur ein Match, aber das war gut und da bin ich mal komplett aus meiner Komfortzone rausgegangen, denn ich habe Action Wrestling gesehen. Denn das war in aller Munde. Ich habe natürlich das große Match zwischen Alex Shelley und AC Mack gesehen. Ja. Hast du das gesehen? Nee, noch nicht. Ich befinde mich gerade, ich bin jetzt fast mit Beyond Wrestling fertig vom letzten Jahr, beziehungsweise eben mit Heavy Lies the Crown, weil er ging auch auf den 1. November, auf den 1. Januar über. Und danach wollte ich mir auch diese Show angucken. Ja, kann ich nur empfehlen. War ein echt tolles, emotionales vor allen Dingen. Und das sicherlich stimmungsvollste, was ich die letzten 2 Jahre gesehen habe. Ja, die ganze Show soll auch gut sein, wird ja auch schon im Chat groß geschrieben. Das Match war gut. Ich würde nicht sagen, dass es sehr gut war, aber es ist nun mal Alex Shelley, der ist halt schon echt fantastisch. Aber die ganze Atmosphäre und die Emotion, die drin steckt, das ist eben das, was es ausmacht und was es dann halt over the top bringt und zu einem der echt guten Matches in diesem Monat macht, in meinen Augen. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Du warst heute bei der Akademie. Du hast heute was gelernt, Strigger. Nein, habe ich was gelernt. Ja, doch, ein paar Sachen habe ich mitgenommen. Hm. Ich bin bei der Catch-Akademie gewesen. Oh. In Essen. Ja, und dort fand eben zum ersten Mal seit November wieder eine Show vor Zuschauern statt, der WXW Academy. Und insgesamt hatte die Show einen guten Flow. Und es hat auch eine gute Klammer gegeben, die diese Show eben hatte. Das ging darum, dass es Qualifying-Matches gab für eine Battle Royale im Main Event. Und in diesem Main Event sollte dann der neue Number One Contender für die WXW Academy Trophy ermittelt werden, die ja aktuell immer noch gehalten wird von Golden Boy Santos. Nun ist aber so gewesen, dass nicht alle Matches, oder beziehungsweise, nee, ich muss anders sagen, im Main Event war dann halt auch einfach Feyas Aguila dabei, der gar keine Rolle gespielt hat in diesen Matches, die vorher gelaufen sind. Also es gab halt Qualifying-Matches, aber einige waren nicht Qualifying-Matches. Und es gab auch solche, die sich einfach so für die Battle Royale qualifiziert hatten, im Vorfeld schon. Mhm. Ich persönlich will erstmal sagen, dass wir unbedingt weg müssen von diesen stereotypen englischen Namen. Wir hatten zum Beispiel bei dieser Show, ich nenne mal ein paar Namen, Jacob Crane, Ricky Sky, wen haben wir denn noch gehabt? Diana Strong. Dann hatten wir die Poster Boys. Das sind, die haben die folgenden Namen. Das sind Alex Duke und Don Sheen. Fantastisch. Du weißt, wo ich hin möchte. Du hast, ja, es ist schon sehr, ja. Ja. So, also tja, ich weiß nicht, warum. Typ, den man im Kopf hat, ja. Warum die das selber nicht sehen, wenn die so alle auf einem Haufen sind, die plötzlich da alle möglichen random englischen Namen haben. Also alleine, also Diana Strong finde ich wirklich so am randomsten von diesen allen, so, ne? Ja, ja. Absolut richtig. Ja, insgesamt fand ich, Pretty Ricky Sky. Der kommt aus der Slowakei. Ja, das reimt sich ganz schön. Fand ich sehr gut. Der spielt ist so ein Schönling-Wrestler-Gimmick mit einem Bart, so ähnlich wie ihn Mustache Mountain getragen hat früher mal. Der hat gegen einen Wrestler, Darius hieß der einfach, aus Österreich gecatcht. Der war ziemlich gut, fand ich. Und dann gab es noch natürlich Oscar, der aufgetreten ist, und er hatte als Gegner Yuval Goldschmidt aus Israel. Und dieser Yuval, der ist echt auch richtig gut. Der ist sehr crisp in allem, was er tut.
und hatte auch eine sehr gute Herangehensweise hier an das Match, in dem er halt versucht hat, Oscars, schönen Gruß an Jesper, ich hätte ein Foto gepostet und es sieht einfach aus, als wären Oscars Beine 5 Meter lang. Ja, er sieht einfach riesig, ich meine, er ist riesig, aber er sieht dann doch riesiger aus. Er sieht groß aus in diesem Ring. Das sieht wirklich völlig verrückt aus, wenn ich mir die Perspektive so angucke. Irgendwie, zwei Drittel seines Körpers sind einfach Beine. Es ist total geil. Ja, und er hat dann eben die Beine bearbeitet von Oscar, sodass der eben auch dann, ja, Schwierigkeiten hatte und wieder zurückkommen musste, zurückfinden musste. Und das war ein sehr cooles Match, wie ich fand. Und wir hatten auch noch ein Debüt von einem Mann namens Elia Bloom. Wir sind uns immer noch nicht ganz einig, wie er geschrieben wird. Weder Taz noch Robert Dreisker noch ich sind uns einig, wie dieser Mann jetzt geschrieben wird. Wir gucken mal, was so noch kommt. Das war ein schönes Debüt. Rotation hat eine kleine Rede dazu gehalten, denn dieser Elia ist Musiker und Teil einer Band, die Rotation selber gerne mag und auf deren Konzerten er immer gewesen ist. Und der hat jetzt sein Wrestling-Debüt gefeiert, also eine coole Story für Rotation und ihn dann eben auch. Mhm. Ja, und die Academy, das Team Wrestling Academy ist angetreten gegen eben diese genannten Poster Boys. Die spielen auch bei GHW eine Rolle und scheinbar wollten die auch gerne mal hier haben bei der Academy. Und sie haben ja dann eben auch ein ziemlich High-Profile-Match bekommen gegen Dreisker und Anil Marik. In dem Match gab es einen Spot, wo Anil Marik auf dem Top-Rope ausgerutscht ist. Und dann draußen hat Dreisker gefragt, ob sie wechseln sollen. Und da hat dann Anil Marik gesagt, nee, es geht schon, ist alles okay. Er ging zurück in den Ring und wurde sofort von den Poster Boys komplett zu Boden geprügelt. Und es hat dann eben relativ lang gedauert, bis Robert Dreisker wieder in den Ring kam. Und dann hatte am Ende Dreisker nochmal die Möglichkeit zu wechseln mit Anil Marik, hat aber das Ding dann selber gefinisht. Und Anil Marik hat das sehr befremdet zur Kenntnis genommen. Ich habe das auch so gepostet und Robert Dreisker hat das Ganze zum Anlass genommen, zu sagen, man soll da bitte nicht mehr reininterpretieren, als da eigentlich ist. Robert, du weißt es doch. Du bist doch lang genug schon im Wrestling drin. Mensch. Lass dir von dem Jüngling nicht sagen, ne, Robert. Ja, und dann gab es halt die Battle Royale am Ende. Cooler Moment war, als dann Feas Aguilar fast raus gewesen wäre. Er war in einer Suplex-Position und hat sich an der Wand abgestützt und von der Wand aus wieder rein in den Ring katapultiert. Also er hat den Kofi Kingston-Spot gemacht, der gestern offensichtlich wieder nicht funktioniert hat. Ja, aber insgesamt war es halt eine Battle Royale, was wir mal erwarten. Oh. Ne, viele Leute im Ring. Wobei ich sagen muss, doch, es gab ganz coole Sachen. Die haben sich nämlich wirklich die Spots aufgeteilt. Wenn in einer Ecke des Rings was vorbei war, wurde der Fokus gerichtet auf eine andere Ecke des Rings und auf zwei andere, die in der anderen Ecke waren. Sodass da quasi das Rampenlicht geteilt worden ist. Also das war ganz gut gemacht. Und das trotz ohne richtige, also keine WWE-Produktion, ne, sondern, sondern ja, das ist smart. Also das da lernt man schon mal für die Zukunft. Sehr coole Sache. Mhm. Das ist doch ganz gut. Hast du mitbekommen, dass der gute Francesco Akira leider verletzt ist? Ja. Er hatte gestern ein Match mit Gabriel Kidd. Mhm. Und nachdem ich das Foto gesehen habe von Akiras Brust, komme ich zu der Annahme, dass Gabriel Kidd ihm ganz offensichtlich das Herz aus der Brust rausgeschält hat. Ja, das hat er auch sehr erfolgreich getan, denn er ist leider nicht beim Karat. Ja. Hm. Ja. Schade. Schade. Auf jeden Fall. Wird man dann als Ersatz bekommen. Also sind ja einige gerade unterwegs in England. Mein erster Gedanke war spontan Alex Covlin, das wäre richtig geil. Oh, ja, bitte. Ja, mal gucken. Mal schauen. Hast du Terminus gesehen? Habe ich, ja. Und, was sagst du? So, jetzt nicht in depth, aber was sagst du? Ist ja Jonathan Gresham und Baron Blacks neues Pure Wrestling Projekt, sage ich jetzt einfach mal so, weil das ja wirklich sehr, sehr regelbelastet ist. Ja. Das ist richtig. Es war erstmal eine relativ Low-Budget-Produktion auf jeden Fall. Oh ja. Das hat dem Ganzen, glaube ich, nicht so gut getan. Nee, das kann ich besser, tatsächlich. Ja, das hat dem Ganzen echt nicht gut getan. Und ich bin mir auch nicht sicher, was das für Auswirkungen auf das zweite Ding hat. Denn ich glaube schon, dass da einige ziemlich enttäuscht von gewesen sind. Und es war auch echt, auch wenn man das mit anderen Indie-Produktionen vergleicht, nicht
gut. Mm-mm. Ich sehe da schon Potenzial, aber da muss man eine Schippe drauflegen beim nächsten Mal. Also die müssen wirklich beim nächsten Mal einiges zeigen, einiges mehr zeigen. Und insgesamt, also ich fand die Show war okay. Ja, genau. Aber selbst Gresham gegen Alexander, gut, man muss sagen, es waren sehr viele Widrigkeiten dabei. Und Alexanders Flug ist ausgefallen und er hat sich ins Auto gesetzt und ist einfach da runtergefahren nach Georgia, aus Kanada kommend, wohlgemerkt. Ne, also das muss man schon mal bewerten auch, aber trotzdem, also das Match war auch gut, aber nichts hat mich jetzt hier bei dieser Show so gepackt, muss ich sagen. Weiß nicht, ging dir das anders? Nö, ich glaube, das geht mehr in Richtung Comfort Food irgendwann, weil es ist ja schon eine Nische, dieses ganze Pure Wrestling und diese Art und Weise des Wrestlings. Aber ich sehe halt, dass man schon, also ich sehe eine Menge Potenzial eigentlich. Und das sind alles Stellschrauben, die anziehbar sind. Mir hat das Roster gefallen, was da war. Das Wrestling war okay. Auch die Regeln, ich fand zum Beispiel Moose gegen ist er gegen Mike Bennett angetreten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ja, ne? Ja. Ich fand das, ja, das eben war auch so ein Ding mit der DQ-Regel. Das war, fand ich, hier dann aber cool gemacht, weil sie da dann gezeigt haben, wie diese Regel ausgelegt wird. Genau. Also, das sind alles so Kleinigkeiten, wenn man sich einmal richtig hinsetzt und sagt, und ist klar, wir brauchen jemanden, der sich mit Grafikdesign auskennt. Wir brauchen vielleicht einen Mann mehr, der einfach das mit den Themes besser timet und nicht irgendwie ungeliebte Pausen noch dazwischen hat oder so. Und ich glaube, dann kann das wirklich gut werden. Aber das muss man auch machen, weil sonst, wenn du das zweite Mal dieses Level an Produktion bringst, dann bist du raus, glaube ich. Und dann musst du halt auch mal einen Banger zeigen oder so und nicht nur ganz gute Matches. Denn Gresham gegen Alexander klingt schon so wie ein Weltklasse-Match und das war es halt leider nicht. Nee. Dann fand ich das Konzept von diesem Terminal Eliminator Four-Way ganz grauenvoll. Man hat es auch wesentlich komplizierter erklärt, irgendwie, als es eigentlich war, dass es dann einfach. Das war halt ein Elimination Four-Way-Match. Ja, genau. No. Das ist alles ein bisschen sehr kompliziert gewesen. Was ich noch geguckt habe, ist Deadlock Pro Wrestling. Ich als jemand, der den Podcast natürlich auch hört von den ganzen Leuten, die dann auch am Kommentar saßen und so. Das ist wiederum ganz gut produziert worden. Das kommt doch in unserer Datenbank ganz gut weg, mit 8,6 Punkten, sind natürlich auch viele Fans davon da, das heißt natürlich wird das höher bewertet als sicherlich geplant, aber Andrew Everett gegen BoJack im Main Event war ein echt gutes Match. Das hat echt Spaß gemacht, also das ist das ist auch abgeschrieben, dass das man mal gucken könnte. Ja, also das macht, das ist echt gut. Ganz witzig, die haben bis vor kurz, weil das ja auch drei Kerle sind, die zum ersten Mal eine Wrestling-Promotion quasi wirklich mit unterstützen. Die hatten keine Ringglocke, haben sie vergessen. Und deswegen haben die Fans immer ding, ding, ding vor dem Match machen müssen. Das ist ganz sympathisch, muss ich sagen. Ansonsten, ja, komm. Ja, und das ist schon ganz lustig. Ansonsten, ich überlege gerade, ob noch irgendwas war. Ich gucke noch mal kurz in mein Match of the Year. Es ist immer halt was, ne? Also heute war halt DDT heute Morgen. Heute war der Start der Ultimate Tag League. Das habe ich sogar live geguckt mit dem Rumble. Okay. Ja, weil nichts beim Rumble passiert ist. Also ich habe das dann beides geguckt und bei der Show kann ich euer Augenlicht auf zum einen Opener. Der Opener, ja. Das Eight-Man Tag Team Match. Eight-Man Tag, Eruption sind jetzt eine komplette Familie. Ja, mit Papa, Yukio, Mama Saki, der große Bruder Katsusada und der neue Sohn mit der neuen Haarfarbe Hideki Okatani. Sieht jetzt aus wie ein fucking Badass, wrestelt wie ein fucking Badass. Das war super geil. Yuya Kuroko und Toi Kojima, die waren auf der Gegenseite, die haben sich gegenseitig fertig gemacht. War ein saucooles Match. Ja, Hideki Okatani, der jetzt den Spitznamen Young Man hat. Bin ich großartig. Ansonsten, ich glaube, die beiden guten Matches waren eben Sauna Kamina gegen Kazuki Hirata und Shuji Kondo. Das war ganz unterhaltsam. Ja, und natürlich CDK gegen Disaster Box. Also das war das war dann das Highlight von den Turniermatches quasi. Gehe ich mit konform. Main Event war nichts für mich.
Ja. Daisuke Sasaki hat jetzt Minoru Fujita zu Damnation TA geholt. Ist auch nichts für mich. Weitermachen. Ist halt, das ist halt Damnation weitergeführt. Nochmal neu durchgemischt. Schön, auf, weiter geht's. Ja, ich habe neue Ankündigungen für die Judgment Show in der Sumo Hall. Es wird ein Match um den Ten-Man Tag Team Title geben. Toru Owashi, Antonio Honda, Katsuki Hirata und Yoshiko verteidigen gegen eine Bataillon von ehemaliger DDT-Wrestler. Poison Sawada Julie war im Video zu sehen. Dann weitere Teilnehmer dieses Matches sind Takashi Sasaki, Gentaro, Mikami und Tanomasoko Toba. Also wirklich so die quer durch die 2000er genommen, die Leute, die für DDT wichtig gewesen sind. Ja, so ganz nett. Coole Sache auf jeden Fall. Für diese Show ist das auf jeden Fall ganz nett. Man macht wieder, man veranstaltet dann im Mai und ich glaube im August dann noch in Ottawa eine Show und Yokohama Budokan, ganz genau. Man geht jetzt da dem Weg quasi. Richtig. Die waren ja letztes Jahr auch da in beiden Hallen. Außerdem wurde angekündigt, dass der große Name von AEW wurde angekündigt. Sie haben es sehr geil getrollt. Ich bin mir sehr sicher, dass Kenny Omega es gefilmt hat. Natürlich. Derjenige, der kommen wird, ist Michael Nakasawa. Und er wird mit Sanshiro Takagi das DDT-Match schlechthin haben. Ja, das Punkt. Er wird das DDT-Match, der Inbegriff eines DDT-Matches haben, auf jeden Fall. Ja. Jetzt noch was nur vom Hörensagen. Anscheinend scheint Rev Pro die High-Stakes-Show von gestern ganz gut gewesen zu sein. Ja, habe ich auch gehört. Wenn, ich glaube, ich würde diese Show gerne gucken und den Main Event ausklammern. Wieso möchtest du den Main Event? Der ging nämlich 41 Minuten. Ja, wenn der awesome ist, dann, also, er soll gut gewesen sein, aber 41 Minuten ist schon abschreckend. Da hast du natürlich recht. 41 Minuten Will Ospreay Match. Ja. Ein Match möchte ich noch erwähnen. Zwischen Noah hatte ganz coole Goshi Ozaki und Katsuhiko Nakajima Matches. Oh Wunder, wer hätte das gedacht? Und über Doki gegen Taichi haben wir auch schon gesprochen. Ich habe allerdings noch ein bisschen Ganbare Pro nachgeholt. Und das Match zwischen Ken Oka und Tatsuhito Takaiwa, das war ziemlich cool. Also, das stimmt. Das war, also ich habe mir speziell von diesen 6 Shows, die da an 2 Tagen stattgefunden haben, habe ich mir jetzt nur die beiden großen Shows angeguckt und nicht die ganzen Produce-Shows, obwohl ich mir noch einen davon angucken möchte. Aber das Titelmatch, das war, fand ich, echt großes Tennis. Und wenn das so ein bisschen auch zeigt, wie die Titelregentschaft von Takaiwa werden soll, dann freue ich mich da auf die nächsten Titelverteidigungen auf jeden Fall. Ja. Ich möchte bei dieser Show, nee, nicht bei dieser Show, das war bei der Tropical Thunder Show, dieses Match, was du erwähnt hast, ne? Richtig. Es gab noch den Indie Wrestling Summit von Shota am 8.1. Mhm. Diese Show fand ich persönlich ziemlich cool. Da gab es nämlich gab es einmal Chris Brooks gegen Hagane Shino. Das war ein sehr cooles Singles-Match, wie ich fand. Dann gab es halt ein sehr geiles Six-Man-Tag-Match. Jun Tonsho, Tatsuya Hanami und Toru. Das sind halt 3 Leute, die ich persönlich sehr gerne mag. Die traten an gegen Balian Akimaro und Takumi Tsukamoto. Auch eben mit 3 Wrestler, die ich sehr gerne sehe. Das hat insgesamt einen sehr guten Flow gehabt, auch weil man sagen muss, dass diese Leute nicht jeden Tag miteinander catchen halt. Ne? Das hat gut funktioniert. Dann hatten wir Main Event Gentaro und Takashi Sasaki gegen Roman Storm, Shota und Tsuma Takao. Fand ich auch ein gutes Ding, also für wer eben überhaupt der geneigte Ganbare Pro-Gucker ist, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, damit hätte ich zumindest auch einmal kurz mein Notizbuch quer gelesen. Und wenn du nichts mehr hast, oder hast du noch irgendwas auf der Palette? Ich müsste selber in mein Notizbuch reingucken, ich glaube aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr. Aber das ist jetzt nichts Aktuelles, sondern das ist schon relativ lange her. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt vor kurzem erst mit Beyond Wrestling wirklich weitergekommen bin. Da will ich nämlich noch ein Match erwähnen. Das ist aber schon im November oder im Dezember gewesen. Muss ich es gerade mal eben verifizieren. Das ist egal, wir sprechen trotzdem drüber. Es war bei Uncharted Territory 3.08, also der 8. Episode von der 3. Staffel um den Pan-African World Diaspora Wrestling World Title. Trish Adora gegen Shug D. Wir haben nur 3 Bewertungen in der Datenbank, deswegen
oder 4 Bewertungen, deswegen fällt es nicht wirklich auf, aber diese Bewertungen sind 3 Achter und eine 9. Mhm. Und das ist vermutlich eines der Matches des letzten Jahres, was total unter dem Radar geflogen ist und überhaupt nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat, also wirklich underrated. Trish Adora gegen Shug D, 23 Minuten, richtig geile Action. Shug D gibt den Veteran, der Trish Adora wirklich zu Boden halten will und ihr zeigen will, wo es lang geht. Und die muss eben als Babyface dagegen ankommen. Das war richtig geil. Coole Sache. Kann man sich natürlich sicherlich auf IWTV angucken. Natürlich kann man sich auf IWTV angucken. Mann, ist Uncharted Territory, logisch. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir doch einfach mal die heutige Ausgabe. Vielen lieben Dank, Strigger, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, ich habe das ja initiiert sozusagen, dass wir uns die Zeit genommen haben. Absolut richtig. Und wir nehmen uns doch mal bald wieder Zeit, denn in einer Woche gibt es endlich unser Jubiläum. Wir haben unsere große 350. Ausgabe natürlich mit Pre- und Post-Show, die alle schon im Kasten sind. Nächsten Sonntag geht es dann ab. Und wir können gespannt sein, was da so alles was da so alles besprochen wird. Lasst euch überraschen, seid mit dabei, lehnt euch zurück, genießt es. Ansonsten morgen, direkt am Montag, falls ihr live mit dabei seid. Ansonsten ist es vielleicht auch schon heute, wenn ihr es erst am Montag hört. Machen wir unser Royal Rumble Review. Die Show hat von Samstag auf Sonntag stattgefunden. Wir alle drei haben sie live gesehen, tatsächlich. Nicht gemeinsam, aber live. Und ja, wir sprechen direkt drüber. Und ich kann euch schon mal sagen, wird eine lustige Show werden. Und ja. Aber wichtiger, 350. Ausgabe Straight Wrestling ist dann endlich in der nächsten Woche. Neuem Theme und mit den alten Leuten. Aber ich glaube, das macht's aus. In dem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps geben, konnten euch ein bisschen was zu GCW sagen und habt noch einen netten Sonntag und einen angenehmen Start in die neue Woche. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut! Ja.